Hallo beim vierten Adonis-Tipp und der Schreinerei Bodenlos, eigentlich der Unternehmensberatung Axel Schröder. Heute schauen wir uns die Prozesseigenschaften an. Und zwar zuerst in der standardmäßig kompakten Ansicht, sprich mit unserer Beschreibung, der Organisation. Bodo Bodenlos hat jetzt seine Tochter als Manager hinzugefügt. Das geht hier ganz einfach. In den Filter legen wir einfach fest, wen wir haben wollen, ziehen ihn runter oder legen die dementsprechende Person neu an in Bearbeitung mit dem richtigen Namen. Input, Warenwirtschaftssystem, Eintrag, damit klar ist, das ist verkaufbar. Am Schluss, der Output des Prozesses ist die Rechnung. Wir haben als IT-System das Warenwirtschaftssystem und als referenziertes Produkt das verkaufsfertige Produkt oder halt eben die Antiquität. Wir haben aktuell keine Dokumente, die wir mit durch die Gegend ziehen. Und wir haben auch keinen Handlungsbedarf großartig als mehr Klarheit im Team. Kurz am Rande, wir können auf die Standardansicht gehen. Dann haben wir hier auch noch den Geltungsbereich. Daran hat sich nichts geändert, hier auch nicht. An den Produkten und Systemen und den Dokumenten nicht. Aber wir haben jetzt für den Prozess auch noch eine Möglichkeit, Kunden und Lieferanten mit einzunehmen. Und wir haben den KVP. Nicht nur mit Handlungsbedarf, sondern auch Verbesserungsvorschlägen, Prozesskennzahlen, zum Beispiel wie häufig sollte dieser Prozess ablaufen und die kritischen Erfolgsfaktoren. Das Risikomanagement erfasst die ganzen Risiken, die auftreten könnten, zum Beispiel Holzwurmbefall. Und der Lebenszyklus 0.01 steht für noch nicht freigegeben. Hätten wir den Prozess schon abgeschlossen und freigegeben, stände dort 1.00 und hätte ein Gültigkeitsdatum und wir könnten auch gleich wieder Vorlage vereinbaren. Also zum Beispiel in einem Jahr schauen wir an, ob der Prozess jetzt sinnvoll gelaufen ist. Aber so viel zu den Prozesseigenschaften als Überblick. Jetzt setzen wir noch einen drauf und gehen auf Alles anzeigen. Bei der Klassifikation finden wir jetzt die Elemente aus dem Adonis-Tipp 1. Wir haben nämlich einen Kernprozess und er ist geschäftskritisch. Er ist aber kein Schlüsselprozess. Wir haben keine Automatisierung. Wir haben auch noch keine Reifegradanalyse. Wir haben auch noch keine Kontrollziele. Und hier fehlt es uns auch noch ein wenig. Aber zumindest sind wir jetzt einmal alle Eigenschaften durchgegangen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!